Moin Torben. Jetzt mal, moin Wilke. Nein, nicht Torben. Oh Mann, jetzt weiß doch jeder, wer hier dran ist. Ist schon was aufgeploppt? Also ich habe gestern kam bei uns in der Gruppe nur Kontonummer, Fragezeichen. Das heißt, er ist, glaube ich, willig, die Ablösesumme zu bezahlen. Die 16 Euro. Deswegen habe ich den Druck auf Hasi erhöht und wir haben erhöht auf 32 Euro. Weil wir haben gesagt, das kann man so 16 Euro haben wir Nico und ich gestern noch ganz lange ausgemalt, wie man das so teilt, aber nicht gekriegt. Und dann haben wir Carsten gefragt und meinte, ey, schlau wäre, wenn ihr 32 habt. So, Carsten will nämlich nur 2 Euro für diese Beratung haben. Da warst du eine Scheiße. Was mit dem Hasen? Wegen Hasen. Wie, du weißt nicht, worum es geht? Ich ignoriere die. Ich habe gestern Abend schon nach einer Kontoverbindung gefragt, um einen Hasen auszulösen. Hab keine Antwort bekommen. 32 Euro. Nee, 16. Wieso 32? Aber du auch was haben willst. Nee, Carsten kriegt noch 2 Euro für die Beratung. Carsten, Carsten. Wie Udo. Hast du mich gerade im Beisein einer flotten Dame hier beleidigt? Ja, nee, da brauche ich nicht mal weiter. Du siehst gut aus, Sandra. Ich weiß, ich sehe immer gut aus. Siehst du, dass er so frech ist, ne? Du siehst auch ganz gut aus. Ganz gut. Hört sich die Branche eigentlich an, du? Deine Hunde? Ja, warum? Haben sie vorher nur drauf geschlafen, die ganze Nacht, das siehst du an, ne? Guck mal von hinten, wie das aussieht. Das hat ja eine Windel. Ja, der ist unmöglich. Das ist auch unmöglich. Windel. Der ist auch unmöglich. Das T-Shirt ist doch einfach nur lang. Nee, deine Hose guckt da drunter, da hast du so eine Beule oder hast du eine Windel an? Ja. Dann musst du nur mal kleine Haare bei den Hosen. Wieso denn eine Windel? Weil das aussieht. Soll ich das mal im Film? Gib mir mal das Moped, dann filme ich mal deinen Moas von hinten. Warte. Das ist dein Moas. Dein Moas, so, das dreh dich mal um. Der spielt ja so ein Fumm. So, und da? Ja, jetzt zieh mal blank, Wilke. Das sieht aus, als hätte er eine Windel an. Und dann? Arschloch. Ich muss weg. Wo warst du gestern? Weg. Ich muss genau noch so kommen, sind wir die weg. Die Mitarbeiter, hast du gestern nicht gesehen, was die wieder gemacht haben? Das habe ich gesehen und da wird auch noch ein Wörtchen drüber gesprochen da hinten. Ja, du, vor allen Dingen die Fraktion, die mit am wenigsten hier einbringt, die machen so eine Scheiße. Warte mal, da komme ich nur. Und hier mein Björni verarschen, so eine Scherze. Ja, da kann ich am Tod nicht ab. Wen haben sie verarscht? Björni. Ja, die wollen ja Geld von mir. Ja, die kriegen mich halt nur Schnauze, kriegen die, wenn ich die Kündigung kriegen. Ich habe das ganze gleiche Syndrom wie du. Ich habe auch nie Portemonnaie mit. Nie habe ich Portemonnaie mit, oder? Wie spät müssen wir morgen an die Wie war das letzte Mal noch das Spielspruch? Oh, Scheiße, hat irgendeiner von den anderen noch gesagt, ich muss Portemonnaie mit. Ich muss du noch gesagt, die Rolle ist doch dabei. Das habe ich doch gestern auch noch gesagt. Die Rolle ist aber meine Rose nicht mit. Aber ich werde eine Quittung einreichen bei Gallo, wenn ich meinen Hasen ausgelöst habe. Das ist aber Unding, oder? Hast du es gestern im Video gesehen, wie wenig die arbeiten? Ich weiß auch gar nicht, dass sie so viel Energie haben, um sich überhaupt sowas auszudenken. Sowas gibt es ja überhaupt gar nicht. Da komme ich mal echt drauf. Ne? Vor allem das langweiligste Video seit langem, weil die da einfach nur Zeit mit dir totgeschlagen haben, damit bald Feierabend ist. Hast du gemerkt? Ich so, jetzt wollen wir mal ganz langsam sprechen. Aber so ein Ideenreichtum musst du haben, ne? Was guckst du? Nee, ich guck die ganze Zeit deine Socken an. Deine Socken, die sind echt interessant. Also die Ideen sollen wir bei der Arbeit haben, ja. Ja, das sag ich ja. Auf die Ideen musst du erst mal kommen. Also ich will die ja nicht in eine Pfanne hauen, ne? Um Gottes Willen. Ja, was hast du denn da jetzt gemacht? Also hast du die Erdbeere jetzt? Ich esse jetzt die Erdbeere. Hast du die jetzt extra platt gehauen? Nee, da ist hier Zeugs hier. Wie heißt das grüne Zeug hier? Das Schnittlauch drauf. Wer isst denn Schnittlauch auf einer Erdbeere? Da kann ich nicht mehr. So. Kann ich auch Gas reinfügen, gar kein Problem. Ja, ich helfe. Ach, das ist sauer. Hier, Björn. Ganz sauer, eklig. Echt? Und ganz rot. Du kannst dich so mit großen Dingen im Mund, ne? Ich bin ja dran. Hast du das ja schon runtergeschluckt? Ne, im Mund. Darfst du es nicht so lange im Mund lassen, Björn? Dann wird das ranzig. Oh. Eklig, oder? Guck mal, so sauer. Holla, Carsten. Ich hab gehört, du kriegst 2 Euro Provision von Torben. Was krieg ich? 2 Euro Provision für die Entführungssache. Was für eine Entführungssache? Von dem Hasen, hat Torben gerade erzählt. Ach, das ist ja toll. Ich weiß von keiner Entführung.
Ach, so spielst du das Spielchen jetzt? Ja. Weiß ich aber wirklich nicht. Echt nicht? Nee, keine Ahnung. Hat er gerade am Telefon gesagt. Dass ich wieder Bescheid weiß, oder was? Ja, dass du 2 Euro kriegst für die Beratung. Du hättest das Ganze beraten. Ja, siehst du, da haben wir jetzt eine Verhandlungsbasis. Scheiße, ich komm hier rein, du weißt von nix Kacke. Oh nee, Tom. Was hast du da, Sandra? Mein Handy und Ron seine Handyhalterung. Und dann kann man einfach. Der hat auch immer geilen Scheiß, ne? So, und dann hält das. 97%. Lädt das auch gleich auf? Natürlich, dafür ist er doch da. Siehst du doch. Ich dachte, das wäre nur für gemütlicher Gucken. Nein. Ich dachte auch, das ist einfach nur, dass man das da hinhängt. Ja, beides. Ah, und das geht durch die Halterung vom. Ist ja auch von SP. Ach so, Entschuldigung. Darum doch. Wegen ist ein Moped-Halterung, Hülsen und dann. Ja, guck, lädt auf. Kann man noch 2 aufeinander? Nee. Wie willst du deins auch mal da dran hängen? Geht ja nicht. Nee, kannst du ja noch eine Größenstation kaufen. Ey, der Mercedes-Sänger-Typ hat mir geschrieben, ich vergesse seinen Namen immer, der kleine Fiese. Christian Hotz. Und der kleine Fiese, Christian Hotz. Und er sagt, er hat ein Foto von uns gesehen, sagt er, boah, ihr müsst den teuren Dünger kaufen, bei Ron. Einfach bestellen, Ron die Rechnung schicken. So macht er das jetzt. Das ist ein Lümmel, der weiß ich wohl. Weißt du? Weil er gerade wieder einen Sprinter bestellt. Wir werden jetzt übrigens blau, ne? Warum blau? Wir kriegen jetzt blaue Sprinter. Und dann weißer Aufdruck. Ja. Wollen wir mal probieren, wollen wir mal gucken. Ah, das sieht nicht aus, ich sag's euch. Natürlich sieht das aus. Quatsch. Das sieht nicht aus. Natürlich. Nee, das glaube ich nicht, dass das aussieht. Weißes so Atlantis Blau kriegen wir. Ist das so wie dein Propeller da? Hey, ist das unser? Ach, fast, ne? Erzähl der Welt noch eben, dass wir für 100.000 Euro Propeller im Garten stehen haben. Haben wir nicht. Was für Propeller? Einen. Was ist denn, wo ist hier die E-Mail? Ach, so richtig Flugzeugpropeller. Ja. Das weißt du doch. Hä? Nee, hab noch nie gesehen. Nee, weil er jedes Mal, wenn er da ist, entweder besoffen ist oder im Stockdunkel nach Hause kommt. Wie lange habt ihr den denn schon? Es ist traurig genug, dass du mir jetzt gerade fragst. Du wolltest mir sagen, wie lange war ich schon nicht mehr bei euch, ne? Das kannst du genau. Hey, sagen. Wo steht der denn? Ein Garten. Ein Garten. Groß? Groß von? Das ist ein echter Flugzeugpropeller. Aber den habt ihr ja noch nicht so lange. Ach, Wicke, den haben wir bestimmt schon 3 Jahre da stehen. Ach, das habe ich den halt noch nie gezeigt. Wir haben einen echten Propeller im Garten. Ich habe bei euch nur folgende Dinge im Garten gesehen. Whirlpool. Den Grill. Die Liebeslounge. Dafür hat er eine Sauna im Garten. Und einen Riesenteich. Eben. Ich habe einen Bachlauf und einen Springbrunnen. Ein Bachlauf, was so stimmt. Von Ole Hahnhardt Teichbau. Vor allen Dingen sind da so viele Schnecken drin, die siedeln das so ein. Da sind wohl 300 Schnecken hier in meinem Teich. Hier, nicht hier weiter. Hier, guck ihm. Hier muss er kommen mit dem Automobil da. Hier, komm hier. Oh, Sandra. Ja, das wäre bald witzig geworden, ne? Eieiei. Check aus, ne? Nee. Oh, ich kann mich da auch schwer mit anfreunden. Aber, ja, weil ihr euch mit Albert nicht mit schwer anfreunden könnt, wenn ihr nicht normal seid. Aber ihr haut da dann, du haust dann einfach deinen Print in weiß drauf. Ja. Ja, das kann auch gut aussehen. Das sieht gut aus. Das könnt ihr aber auch was ist denn mit diesem blauen Metallic, was Dingsbums hatte? Jan Roskamp hatte doch mal diesen blauen Metallic Jeep Dingsbums da. Wie heißt der große noch? Ja, der war ja zu hell. Grand. Das ist auch so. Nee, kein Grand, wie du den Wrangler. Hast. Wrangler. Wrangler, die Farbe war geil. Die Farbe war geil. Ich weiß nicht, dass ich einen Wrangler habe. Aber das ist zu dunkel. Warum willst du nicht einfach blau-gelb? Ha? Blau-weiß. Ah ja, Königsblau-weiß. Ist es ja dann eigentlich schon fast, ne? Aber das würde ja auch cool aussehen, wenn die Sprinter dieses Blau haben, wie jetzt mein T-Shirt. Und der Druck hinten ist ja auch blau. Oh, das ist schwer. Aber so ein krasses Blau, wie da drauf ist. Ja, das ist ja so ein Metallic. Ja, das muss dann mehr greller Neonblau sein. Ja, Ron, wieso lässt du Sandra den nicht einfach designen? Mach ich ja gerade. Er hört das jetzt unterbewusst mit. So häng ich mich nicht einfach auf. Nee, da haben wir doch gestern schon drüber gesprochen. Das lass. Das Thema hatten wir doch gestern erst. Lass das lieber. Ja? Was war denn? Ach, du hast gesagt, was ist, wenn der jetzt mal stirbt nächsten Monat? Dann sitze ich mit dem ganzen Scheiß hier. Dann ziehst du zu Wilke, ist auch gut. Kann ich zu dir ziehen? Ja, aber dann bist du Chef hier, geil. Mit Hunde, gar kein Problem. Ja, das will ich nicht. Und dann habe ich ein großes Problem. Aber Ron ist wie so ein Magier, der täuscht nur seinen Tod vor. Und in Wirklichkeit sitzt er auf nacktem Oberkörper irgendwo in Kanada und fällt Bäume. Das glaube ich auch. Und sitzt bei auch. Jetzt habe ich die Alte aber fertig und gemacht. Fällt nicht nur Bäume. Toll. Dann sitze ich mit dem ganzen Kram und einem Propeller im Garten. Ist aber schon cool, ein Propeller im Garten. Oh, der ist aber wirklich sehr cool, der Propeller. Der kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Was für ein Flugzeug? Was ist denn noch für ein Flugzeug gewesen? Messerschmitt? Nee, eine, Seesee.
Mal, wollen wir hier jetzt über irgendwelche Propeller reden oder wollen ja, wir jetzt arbeiten gefragt. Oder was wollen wir jetzt? Verdammt, mal, was will Wilke denn schon wieder? Wilke, wir wissen, Wilke, ich dachte, wir bestimmen hier nun keine innerlichen Details aus hier. Läuft nicht. Das ist Gartendeko. Das ist keine Gartendeko, das gehört dem deutschen Staat. Das Ding, weil das eine Scheiße mal da wird sich staubse. Ich kann das angehen. Echt jetzt? Ich denke, das ist ein Russe. Oh Mann. Ein Ami immer noch. Ein Ami ist das. B-52. Das ist ein Ami ist das. B-17-Bomber. Ein B-17-Bomber. B-17 war Zweiter Weltkrieg. B-52 war der ganz große, ne? Deutsche, abgeschossen. Ist abgeschossen worden über den Nordsee. Ist abgeknallt worden, es hat dann gebrannt und ist dann abgestürzt. Ach so. Das sieht man dem Ding auch an. Und das habt ihr zufällig natürlich beim Angeln in der Nordsee. Beim Magnetangeln in der Nordsee zufällig gefunden. Wie kann das denn angehen? Mit dem 300 Kilo Magneten haben wir das Ding so rausgezogen. Das ist überhaupt kein Ding. Auf dem Boot von Torben. Zum Beispiel. Ja. Das geht nicht. Ja, so einen haben wir im Garten stehen, der ist richtig cool. Den ist cool und der siehst du auch, dass der gebrannt hat und der hat den oberen Flügel so abgeknickt und da sind auch die ganzen Einschusslöcher drin. Und der ist, wo der halt gelandet ist. Krass. Ja, das ist krass, das Ding. Was hältst du da nicht von? Dass sie hier Turm und so, dass sie immer nur Scheiße machen, nicht arbeiten. Rausschmeißen. Hast du gesehen gestern, ne? Ich habe das leider nicht gesehen, aber ich habe das nur gehört. Also, und warst du sauer? Ja, definitiv. Geht nicht. Torben ist heute nicht da, jetzt können wir ordentlich herziehen. Ja, stimmt. Gibt es irgendwas, was du Torben sagen willst? Nee, alles gut. Netter Arbeitskollege, kommt man gut mit klar, kann wohl was und ja, passt ja eigentlich überhaupt nicht her, aber. Nein, Quatsch, jetzt, alles gut. Und jetzt die Wahrheit, wenn die Kamera ausmacht. Ja, genau. Ja, alles prima, Torben. Schönen Tag Urlaub heute. XXL Kinderwindeln. Werd nicht frech, denk dann, dass ich morgen zu deinem Feuerwehrfest komme. Oh, hallo Wilke. Oder nicht. Ja, wie spät überhaupt? Na, wie spät kommt man morgens heim? Morgen ist Feuer, also reell Kinder, morgen, Samstag. Kinder- und Feuerwehrtag in Rewitz bei der Volksbank. Das geht ich dachte, das ist bei euch eine Feuerwehrleitzentrale da. Nee, sowas haben wir ja noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Feuerwehrleitzentrale. Oh. Willst du da wirklich hin? Ja, mit Udo und Didi und so. Willst du mit? Es geht um 11 Uhr los. Nee. Komm mal mit dem Motorrad dahin. Ich bin heute Abend schon mit den Motorradleuten weg. Ich darf nicht morgen nochmal weg. Ach, und nee. Das sagt genau wer. Da. Mein Mann hat geschimpft, dass ich heute Abend weg bin. Was? 11 bis 17 Uhr. Kommt doch gegen Mittag. Dann kommen solche lustigen Sachen. Das ist was für Udo. Kisten stapeln. Aber warum macht ihr das hier nicht bei euch? Mit der Höhenrettung. Aber warum macht ihr das hier nicht bei euch? Weil das auf Gemeindeebene ist. Und das ist ja von der Gesamtgemeinde sozusagen organisiert. Mit allen Kinderfeuerwehren, allen Jugendfeuerwehren. Da kommen ja mehrere Aufsteller. Also THW kommt und Höhenretter kommen und all solche Sachen. Ach cool. Das ist richtig interessant. Und da kann Udo dann sich mal beweisen mit der Höhenrettung zusammen beim Kistenstapeln. Das könnte lustig werden. Ich sag jetzt schon mal, nicht mehr als 7 Kisten wieder übereinander schaffen, ohne runterzufahren. Ihr könnt das doch nicht so anmelden, dass die kommen, seid ihr irre. Wo sollen die Leute denn alle parken? Bist du noch ganz klar? Ja, gegenüber ist Netto. Ist Björn etwa eine Gefährdung der Öffentlichkeit? Ja, da musst du gleich wieder Die Polizei und so. Also dazu alles. Möchte ich mich nicht äußern. Da halte ich mich jetzt auch raus. Also, ja, stimmt. Also, morgen Feuerwehrfest, wo? Nein, Jugend- und Kinderfeuerwehrtag. Wo? In Remels. Bei der Volksbank. Ja, also, ich komme auch. So, wenn du jetzt kommst und Wilke kommt und Udo und Didi und ihr sagt, ich komme. Und Ron, was meinst du, was da los ist in Remels? Ja, du bist ja nicht schuldig, das ist ja Ron. Björn ist dann schuld. Ja, aber es ist ja gut, wenn viele kommen und ihre Kinder mitbringen und die alle bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr anmelden. Wir haben ja Nachwuchsprobleme, darum geht's ja. Ich sehe uns schon bei MTV. Ja. Großeinsatz. Übrigens, wie war das mit dem Katastrophenschutz? Höhenretter. Höhenretter muss man. Ja. Ich will das auch schon. Wir gleich anpacken. Mhm. Yippie! Ja, war das jetzt ein Fehler? Nein. Aber das wissen wir morgen Abend. Du weißt, Hanne, du sitzt hier gerade, du hast dein jungfräuliches Brötchen, hast du nicht einverleibt und dann weißt du genau, wie ein Telefon oder du kriegst eine E-Mail oder steht einer vor der Tür und du bist wieder ein Arschloch. Was ist denn schon wieder los? Wir alle anderen sind für die Arschlöcher, ganz einfach. Und das ist noch nicht mal drastisch genug ausgesprochen. Nee, dafür gibt's keine Erfindung. Nein, da gibt's auch nicht, gibt's nicht mal Wörter für, was wir sind für unser Kackland hier. Affen sind wir. Leider hat er recht. Verdammt nochmal, hat er recht. Bist du froh? Hast zwei Mark eingenommen und ihr nehmt mir 10 weg. Ja. Das ist doch nicht mehr normal. Nee. Und dann sollst du hier noch was machen. Da soll irgendein Großunternehmer hier noch in diesem Land was machen. Im Leben nicht. Okay, wenn ich das könnte, wäre ich ja auch nicht mehr. Glaub mir das. Ja. Junge.
Und dann erzählen sie alle, wo alle sind noch viel schlimmer. Es stimmt doch überhaupt gar nicht. Natürlich haben wir überall Regeln und so, aber was hier doch abgeht, ist doch ein Witz. Da brauchen wir doch nichts drüber. Das haben wir jeden Tag, oder nicht? Jeden Tag. Mann. Ja. Und dann kommt noch hinzu, Kunden, die brauchen nicht bezahlen. Ich hing immer alles umsonst, das ist egal. Kunden, die können auch sagen, Tür, die Kratzer, ja, die Tür, die kostet 200 Euro, aber keine 200.000, du Arschloch. So, und dann stehst du da wieder. Oh Gott, mein Händler muss ich auch bezahlen. Und meine Bank hat auch schon angerufen. Wenn ihr noch Türen kriegen würdet. Weißt du? Und das ist das Nächste. Und das ist das Nächste. Das ist auch ein Abendzeugnis in diesem Land. Ja. Aber wir steuern jetzt die Steuern auf die Ferien zu. Dann Rechnung kriegst du von deinem Türen-Heini, die musst du bezahlen. Du kriegst aber keine Türen. Ja, wo kann der Kunde nicht bezahlen? So, ihr, was heißt das wieder? Wir sind Finanzierer. Geld in Vorleistung. Und wir reden nicht von beschissenen 2000 Euro. Da kannst du ein paar Nullen mehr dranhängen. Mann. Hauptsache, Nico ist glücklich und schneidet sich ein Brot. Was? Naja, aber ein halbes, weil, wie gesagt, die Rechnung hat er gerade gehört. Und warte mal ab, wenn er die Rechnung richtig interpretiert, dann kommt da gleich noch was dazu. Warte, Carsten. Er möchte ja gleich noch Torte essen, darum nimmt er jetzt nur ein halbes. Ja, das ist nochmal eine Zuschauerfrage. Für mich ist das ein Kuchen, Sandra. Boah, Wilke, ehrlich, ne? Warum sagst du denn Torte? Warum denn nicht? Ein Kuchen ist so wie ein Fanta-Kuchen. Und ohne Füllung. Liebe Leute, ist das eine Torte oder ist das ein Kuchen? Ich sage, das ist ein Kuchen. Das ist eine Bienenstichtorte. Sollen wir mal mit dem Müll raussuchen, was auf dem Etikett steht? Nein, das wollen wir nicht. Das ist ja schon Spoilern. Das ist eine Torte. Oh, war der schlecht. Aber ich glaube, dass das schon eine Torte, Ich glaube, dass das... Erstens ist es weder eine Torte noch ein Kuchen, sondern ein Bienenstich. Also. Ob das jetzt Kuchen ist oder Torte, das kann man ja sehen, wie man will. Ich weiß nicht, wann das Torte anfängt. Zwei Böden, glaube ich. Die Zuschauer entscheiden, Sandra. Okay, die Zuschauer entscheiden. Torte, Kuchen, ist egal. Torte oder Kuchen. Hauptsache schmeckt und man wird da dick vorne.